Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema halbe Stäbchen. Ich nehme als Grundlage die festen Maschen vom letzten Mal. Man kann halbe Stäbchen auf alles drauf häkeln, ob auf die Luftmaschenkette oder auf die festen Maschen. Das ist völlig egal, man kann wirklich auf alles drauf häkeln. Bei der Luftmaschenkette ist es wie bei der festen Masche, einstechen in den Bogen. Und hier zeige ich es euch gleich. Ich habe zum besseren Anschauen für heute lila ausgesucht, so dass ihr seht, gelb ist vom letzten Mal, lila ist dann heute. Wir stechen jetzt in unsere nächste Lücke ein. Im Prinzip genauso, als wenn wir jetzt eine feste Masche häkeln würden. Der Querfaden. Und das hier ist dann unsere erste Masche. Aber vorher machen wir einen Umschlag. Ein Umschlag, wir gehen mit unserer Nadel einmal unter dem Faden lang, so dass der sich hier so halb um unsere Nadel schlängelt. Stechen dann in unsere erste Masche ein, holen uns den Faden durch, haben drei Schlaufen auf der Nadel. Hier, 1, 2, 3. Ich mache sie mal ein bisschen auseinander, da kann man besser gucken. Holen uns den Faden und gehen mit dem durch alle drei Schlaufen durch. Das nennt sich halbes Stäbchen. Umschlag. Hier ist wieder der Querfaden. Wir stechen durch das Loch ein, holen uns den Faden, haben drei Schlaufen und gehen mit ihm durch alle drei durch. Umschlag, Umschlag immer einmal halb rum, dann durch, Faden holen, drei Schlaufen, Faden holen, durch alle drei Schlaufen durch. Also wer beim letzten Mal die festen Maschen mitgemacht hat, erkennt hier schon, dass es sehr ähnlich ist. Nur der Umschlag hat sich jetzt geändert. Ansonsten stechen wir wieder hier durch das V ein, holen uns den Faden, haben drei Schlaufen, holen uns den Faden und gehen durch alle drei Schlaufen durch. Ich zeige euch das nochmal ganz langsam. Hier ist der Querfaden. Aber zuerst einen Umschlag, Umschlag, Umschlag. Ich mache das gerade extra so oft, dass ihr seht. Einfach von unten nach oben halb drehen. Schon haben wir unseren Umschlag. Haltet ihn ein bisschen mit dem Zeigefinger fest. Hier ist der Querfaden, da stechen wir ein, holen uns den Faden, ziehen den durch, haben drei Schlaufen, holen den Faden und ziehen den durch alle drei Schlaufen durch. Nochmal, Umschlag, quer, einstechen, Faden holen, durch, drei Schlaufen, Faden holen und durch alle drei Schlaufen durch. Umschlag, wir gehen wieder. Entweder bewegt ihr die Hand, so jetzt, oder ihr bewegt die Nadel, sammelt euch den Faden durch die nächste Lücke, durch das nächste Löchlein, Faden holen, drei Schlaufen, Faden holen und durch alle drei Schlaufen durch. Nicht den Umschlag vergessen, weil sonst macht die eine feste Masche. Wir wollen aber halbe Stäbchen. Deswegen Umschlag, einstechen,
Faden holen, drei Schlaufen, Faden holen und durch alle drei Schlaufen durch. Um jetzt mal einen Höhenunterschied zu sehen, mache ich jetzt mal schnell zwei feste Maschen, aber dann kann man so richtig schön den Höhenunterschied sehen. So. Und hier sieht man schon, dass das halbe Stäbchen ein ganz kleines bisschen höher ist wie die feste Masche. Sieht man es eigentlich schon schön gut. Und jetzt mache ich wieder ein halbes Stäbchen daneben. Dann kann man wieder besser schauen. So, jetzt sieht man es. Und ihr könnt genau schauen, wo die zwei festen Maschen sind und dass die halben Stäbchen ein bisschen größer sind. So, um das jetzt wieder aufzulösen, weil das wollen wir ja nicht so, ziehen wir einfach an unserem Faden und ihr seht, die Maschen gehen wieder weg. Übrig bleiben nur unsere Einstichstellen. Jetzt machen wir wieder unsere halben Stäbchen. Umschlag, einstechen, drei Schlaufen, Umschlag und durch alle drei Schlaufen durch. Ich mache es gleich nochmal ganz langsam. Umschlag. Einstechen, Faden holen, drei Schlaufen, Faden holen und durch alle drei Schlaufen durch. So, jetzt sind wir gleich am Ende. Um jetzt in eine neue Reihe zu kommen, weil wir sind ja jetzt mit unserer Reihe hier am Ende, aber wir wollen ja gern weitermachen, machen wir zwei Luftmaschen, zwei Stück. Ich zeige es euch nochmal. Eins, zwei, wir wenden, also drehen das Ganze, Umschlag und dann schauen wir, wo wir wieder einstechen müssen. Diesmal haben wir keinen Querfaden, sondern wir haben hier oben alle so kleine Löcher. Wir haben jetzt hier diese etwas dickere, dieser dickere Querfaden, der so schräg runterläuft. Und da oben drüber, seht ihr das durchblitzen? Das sind unsere Löcher und in die stechen wir jetzt ein. Umschlag, hier blitzt es wieder durch, da, seht ihr's? Da stechen wir ein, holen den Faden und wieder durch alle drei durch. Umschlag, da haben wir das nächste Loch, nicht das hier unten, das nicht. Sondern das hier oben. Das Loch hier unten, nein. Das hier, das nein.
das hier oben, das kleine. Das ist unser Loch. Und so häkeln wir uns dann einmal durch, immer in die kleinen Löcher rein, Umschlag und in die kleinen Löcher rein, drei Schlaufen, Faden holen und durch alle drei Schlaufen durch. Und dann sieht das Ganze dann so aus. Und so von der anderen Seite. So, meine Lieben, ich hoffe, die Anleitung mit den halben Stäbchen hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wir sehen uns nächstes Mal zum ganzen Stäbchen, weil das war jetzt nur das halbe, und dann gibt es noch ein ganzes Stäbchen, und das machen wir dann nächstes Mal. Das mache ich dann wieder auf das hier oben drauf. So, ich sage schon mal danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.